Straße auf so einer Automesse, hätte ich sowas. Da ist immer voll privates Treffen. My friends, wie ist es? Ralf, Jurtenland. Ich heiße der Kohl. Wie heißt denn auf Englisch die Jurten? Jurts. Okay. Great Channel, great stuff. Okay, sehr schlau, sehr schlau. Du gehst hier durch die Ösen durch mit jeder Schlaufe. Das ist fest. Und dann machst du hier. Compare to the button stuff. Und am Endrunde kommt einfach ein Knoten drauf. Ah, verstehe ich, ja. Und das Ding hält. Ja. 2 Kilo ungefähr, kann ich mir auf den Rucksack binden. Wenn ich zu zweit unterwegs bin, habe ich 2 zur Verfügung. Mit Fahrtbinder. Ich da lang? Ja. Our friend Markus, grüß euch. Sunny. Nice to meet you. Yeah, that's a great event again. Mm-hmm. Much people. Not of participants. Yeah. Many thanks. Unser Hauptorganisator. Great organization. Great team, yeah. Our friend Taro is here with us. He has a new knife. I have a new knife. It's a gift from my very good friend Osmo from Finland. And he brought it to me and gave it to me personally. So he arrived the day before yesterday and picked him up in Zurich at the airport. And he's also joined us here at this event. It's a Roselli plate. It's the Hunter. And he makes this beautiful handle for it. And also this beautiful leather work. Maybe you can see it here with the ferro rod. Yeah. So I'm really amazed about his work. And I'm really happy about this great gift. So big color. He's writing it on the back of, of the plate. Super. Links below, and you remember in May he made us all trainers these knives, and now this beautiful gift again, this amazing knife here. Oh, musst du eigentlich schon? Our friend Jana from the last video in the Bushcraft Heaven gave me this nice package. Cool, huh? Against stinky bushcrafters. Handmade soap. And Zahnputz, toothpaste, yes. Glaube ich, heißt das, gell? Ja. Ich konnte wirklich mit der Toothbrush. Zahnbürste drüber schrubbeln, ja. Mit der nassen und dann Zähne putzen. Und Zähne putzen. Never use the toothbrush soap. But I will. Danke, Janis. Super. From a cow. Cowskin backpack. Fell Tornister. Pollinger. Jürgen! Bist du engagiert? Haben wir noch 3 Stunden, Marco? 3 Stunden? Ja, gut, das war ein Stück. Weil der gewinnt für den Trainer. Vom Park River Nordic Lights. Mit blau-schwarzem Kaffeekrieg. Hier in einer Tuning-Version. Spiegelpoliert. Aber nehmen wir mal ballige Faser runtergezogen. Survival Mike. Yay! Viel Spaß damit. Super genial, vielen Dank. Heil Carbon. Ja, A2. Na gut. Tut er nicht weh. Zwischen zwei Sanitäter, wo ist das Problem? Ja, er hat sie drauf. Er braucht wieder keine Unterstützung. Das Tomahawk habe ich auch mit von ihm. Got a new knife from Jürgen Kiss, Master Prince on YouTube. It's a prototype of a knife he designed. It's a 4mm thick blade, scanny grind. You got graphene as handle scales. It's a plastic kind of thing, but it got really nice shiny colors in there, silver, kind of sparkling kind of things when the sun comes out.
And yeah, he calls it the Bluebird. So it's a nice one. It's an honor to have a thing like that. So thank you, Jürgen, for that. And yeah, love it. Super. Perfect. Vegan. Vegan. Obst ist vegan, oder? Ja, viel. Obstfleisch. Very nice. So eine Stadt. Na, na, schönes Picture. Schön, das war ein Video. Ja. Ganz wichtig ist, wenn wir in den Wald sind, hier die Fläche, wo ich sitze, sollte auch relativ offen sein. Die kleinen. Ja. Das ist teuer. Mhm. Und dann? Ich würde sagen, in dem Fall mit dünneren Ästen arbeiten, diagonal und dann auch mit Zweigen. Handtool, Marco, again. Our, yeah, master of flames. Please visit. Ja, ein Pumpe ist schon, die Farbe steht schon. Schau mal die Eiche, ne? Das sollte reichen. Klippt es irgendwo? Ja. Es braucht also Zeit, bis es rauskommt, aber wir hätten jetzt Feuer. Ja. Das Problem bei den Anfängern ist immer, die kriegen nicht genug Druck auf die Stütze. Das ist das Hauptproblem. Die Drehzahl, die kriegt man eher hin, aber der Druck ist das Problem. Und wenn wir jetzt so vergrößern, super, hat er gemacht. Also gesehen, der Sepp hat das Burg mit Pusten anbekommen, oder? Geil. Das ist ein Applaus wert, Leute. So, my friends, please visit Outdoor Tirol. Great bushcraft newcomers. Geh ruhig weiter nach unten, Angelo. Da sind noch 10, 15 cm, wo du noch lang Reibung ausüben kannst. Was man sagt, dass du richtig wüst, das kann zum Erfolg führen. Und zwar nur das. Und legst dich mit der ganzen Kraft von der Schulter, mit dem ganzen Oberkörpergewicht, lehnst du dich auf die Spindel. Oben schon die dritte halt. Ein bisschen fester draufsteigen. Danke. Mal im Wald fallen, der Schlüssel auch weg. Ja, dann ist sie weg, das stimmt ja. Mehr auf euch, wenn man will, geht das. Self-made Pipes from our friend Grasi. 85 Grasi on YouTube.
Please visit our leather professional leather worker. Markus, ich bin ein Ehrenbürger am Schleifen. Ich muss was trinken. Wir machen das heute Abend nochmal. Ich bin heute das The Flying Fox. Im Nighttime. Gunther Knauf. Jawohl. Günther. Ja. Jawohl. Wir merken es mal. Charity Lotterie. Bushcraft Pinks. Ja, voll. Sam Winners. So, liebe Leute, wir beginnen mal in aller Ruhe mit Messer, Schneidbahn. Very good. The Finnish knife maker. Osmo? Yes, the topic color channel on YouTube. Yes. The topic color? The topic color. Vorsicht. Yep. Genau. He is the amazing knife maker who made us this wonderful Scandinavian type Finland knives. The last time in May we get them. How many knives did you make? I think it was something like eight. Eight knives? Yes. And busy week. Yeah. In 1 week. In 1 week, huh? Yes. Super. I can still remember this week. Links below. And if you like really cool knives, please visit Osmo on his YouTube channel. Also on Facebook, I think. No? Yes. You will find the link below the video. Yeah? Yeah. Thanks. Thank you, my friend. Thank you. My knees like this. It makes it easier. This is not ready yet. You have to file it a lot and to get it inside this tang area. Like this, it doesn't go there because I haven't to keep it steady until the epoxy is hard. Then I take it away and it looks like here, and take my file and start to handwork. There are maybe 50 or 60 or 70, depending on the plate, stitches. And they got a knife from Osmo, Scandinavian type knife. From this knife maker. Hello. Super, holy Mesa. Perfect, Osmo. Das ist mein Auslösemechanismus. Der kommt hier vorne durch, wird umgeschlagen und jetzt ist die Falle im Prinzip schon fast aufgebaut. That's it. Und jetzt ist es gefährlich, weil wenn es das Ding unkontrolliert rauslöst, habe ich das Hölzchen, das herumfliegt, will ich nicht im Auge haben. Hier nur als Information, das hier sind echte Fallen, mit denen man echte Tiere töten kann. Ja, nochmal, es ist verboten und nicht erlaubt, diese Fallen aufzubauen. Auch nicht in Österreich, nicht in Deutschland. Generell hier im mitteleuropäischen Raum irrsinnig schwierig. Kann Leben retten, wenn man wirklich in einer Survival-Situation ist. Mit der Nahrung kann ich was anfangen. Perfekt. Cutting board. Ach, hier sieht das aber mit dem Schneidbrett. Oder? Ja, genau. And the lid for the canteen cup. Luftlinie jetzt rechts netter von mir bei meinem Namen. Kahel-deckel.de. Michael made this cool stuff. Thanks for watching.
awesome. You have missed the best part of all, the Bushcraft Academy 2015. Maybe next time. Thanks to Osmo, who came all the way down from Finland. Absolutely. Amazing guy. Amazing. Take a look at the Topicolor channel. Seb will put a link in the description box down below. See you next time. Thanks for watching. Mike out. Okay, bye-bye. See you. Und sehr bald und weg. Many thanks for watching. See you soon in another one. Geht's aus, ich forgot to go out das. Danke. Und nochmal. Nochmal für die englische Ausgabe. Und die geputzten Zähne, da geht noch was. Da geht noch was. Gibt alles. Und jetzt alle mal winken.